Das hier ist so ein Ort schon wieder. Man sieht, alles ist dunkel und das gefällt mir nicht. Wenn es dunkel ist, heißt es, dass ich den Generator noch nicht gefunden habe. Und dann will ich hier noch gar nicht hin. Weil dann sieht man eh nicht alles richtig. Ihr seht gerade gar nichts. Ich glaube, der Generator war hier irgendwo. Ja. Und Borix. Die wohl schlimmsten Feinde in dieser Mission. Treffer. Machen wir mal Licht an. So, ist schon ein bisschen heller hier. So, wir sind jetzt im Norden in der Nähe der Deparin Street. Und müssen ein bisschen aufpassen. Denn hier gibt es Borix. Das sieht verdächtig aus. Hehehe. Kleines Geheimversteck. Womöglich eines früheren Diebes. Denn hier liegen Wasserpfeile und Feuerpfeile. Genau, mit Feuerpfeilen kann ich die Untoten ja auch ausräuchern. Und werde ich, glaube ich, auch... Wow. Ab und zu tun. Wie gesagt, und auf die Borix muss man hier aufpassen. Das sind echt die schlimmsten hier. Weil ich immer noch meine Nicht-Töten-Taktik verfolge, obwohl dieses Insektenbiest habe ich getötet. Okay, das ist auch nur so ein zombie-mäßiges, übernatürliches Monster. Drauf geschissen. Apropos Zombie. Ich überlege gerade. Warum bin ich hier so sichtbar? Oh Scheiße. Will ich hier jetzt schon hinten? Ja, hier ist jedenfalls Licht an. Ich verirre mich gerade so ein bisschen selber. Aber das passiert in der Mission schon mal. Ah, das war auch so lustig. Hier muss man einen Seilpfeil in die Wand schießen. Und das Seil kommt dann trotzdem runter. Ziemlich cool. Bam. Ein Lufttrank. Die sind dafür da, um unter Wasser noch einen zusätzlichen Luftschub zu bekommen. Das kann einen auf Experte schon mal das Leben retten. Ich muss gerade so ein bisschen die Orientierung wiederfinden. Ich höre was. Und zwar etwas Ungutes. Nämlich die neue, noch eine neue Gegnerart. Scheiß verdammte Geister. Wo ist der hin? Wo ist dieser Arsch hin? Verstecken, 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 verstecken. Ja, es gibt die neuen Untoten hier. Geister. Spirits heißen die, glaube ich, im Original. Und die können sie mir reinhauen. Und die können wir aber mit dem Schwert gut töten, solange sie uns nicht sehen. Nicht weiter um die Ecke gucken. Aber ich glaube, er kommt. Ich sehe schon mal einen Zombie. Der mich, glaube ich, gerade gesehen hat. Stirb, Zombie!
Ich muss mich um diesen Geist kümmern. Denn der ist die schlimmere Bedrohung. Komm schon, du blöder Geist. Komm raus hier. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Geht's hier nicht wieder runter ins, wo wir hergekommen sind? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, hier geht's zurück. Und ich glaube, damit ich meine Orientierung wieder finde, gehe ich nochmal den anderen Weg, den wir vorhin genommen haben. Nämlich hier lang. Die Stadtviertel sind durch mehrere Wege. Es ist ja, ist ja nur ein Stadtviertel, aber die einzelnen Teile dieses Stadtviertels. Da ist ein Geist. Sind durch. Ach du Scheiße, ey! Die einzelnen Teile dieses Stadtviertels sind durch mehrere Wege verbunden. Sehr geniales Level-Design hier, finde ich. Und ich bin gerade irgendwie umzingelt, da kümmern wir uns erstmal hier drum. Und hier ist, glaube ich, noch ein Geheimnis. Oder nicht? Mal schauen. Hey, kenne ich das überhaupt? Whatever, hier ist jedenfalls was. Und um ganz sicher wieder runterzukommen, nehme ich mir noch einen Seilpfeil. Obwohl, das ist nicht hoch, oder? Ah, sicher ist sicher. Wir wollen uns nicht unnötig verletzen. Zack. Geist, wo bist du? Irgendwo hier bist du. Ich will dich endlich ausschalten, ey. Ich könnte natürlich auch das Licht wieder ausmachen, aber dann seht ihr nichts mehr. Scheiße, ey. Voll fett. Volltreffer. Die beschwören so eine Schädel, die einen so richtig umnocken. Wenn ich ihn von hinten erstechen kann, dann habe ich ihn. Bam! Das gibt nämlich extra Damage. So, jetzt immer wieder zurück. Wo sind wir gerade lang gelaufen? Hier lang gelaufen, glaube ich. Boah, verwirrender Stadtteil. So, jetzt sind wir hier, das kenne ich. Irgendwo läuft hier noch was lang. Egal, wir schauen uns erstmal weiter um. Wir sind immer noch da, das ist schon mal gut. Zombie! Wenn ich zücke, ich einfach mal eine Flasche Weihwasser. In der Mission schalte ich eigentlich auch mal gern die meisten aus. Da oben ist ein Fenster, da kommen wir aber nicht hoch. Was war hier unten? Hier ging es, glaube ich, zurück. Hier sind wir doch hergekommen. Ich bin auch eine Wurst, ey. Eine echte Orientierungswurst.
Aber durch meinen Verlaufen kriegt er auch mal die Größe dieses Levels so ein bisschen zu spüren. So, jetzt ist hier auch Licht an und jetzt schaue ich mich hier auch gerne um. Perfekt. Hier zum Beispiel liegt ein schöner Heiltrank. Gut versteckt. Und ich bin damals viele Teile des Levels im Dunkeln abgelaufen. Weil ich die Lichtschalter nicht gefunden habe direkt. Und eher in den Levels teilen war, bevor ich den Schalter dazu gefunden habe. Und hier ist ein Haus. Und ja, dadurch habe ich wenig gesehen. Habe die Helligkeit hochgekloppt, dann sieht man ein bisschen was. Aber es hat auch ein bisschen Atmosphäre, in total dunkeln in diesen Stadtteilen zu sein. Aber ich finde, selbst jetzt, wo hier alles erhellt ist, ist es immer noch nicht super hell. Also die Atmosphäre leidet nicht dadurch, dass man den Strom wieder anschaltet. Und dieses Schloss ist ein bisschen hartnäckiger. Auch das lässt sich mit beiden Lockpicks schaffen. Und da war eine kleine Falle. Die hält uns Meisterdieb nicht auf. Cool, da war gar nichts irgendwie, oder? Hier war auf jeden Fall eine Mine drin. Ich glaube, hier waren Blitzbomben, oder? Wurde mir irgendwie nicht angezeigt gerade. Und ich habe immer noch 8. Blitzbomben sind hier unsere Freunde, wenn es zu den Borix kommt. Ah, hier liegen welche. 3 Stück. Und noch 3 Lärmpfeile. Denn die Borix, wenn die einen entdecken, ist man ja ziemlich am Arsch. Und wenn man sie blendet, kann man sie direkt wieder ausschlagen. Wie ich es auch in der letzten Mission mit den Wachen gemacht habe. Und dann ist wieder alles schick. Der Kompass in dieser Mission ist manchmal sehr nützlich. Vielleicht sollte ich den mal benutzen. Beim selber Spielen habe ich den auch benutzt. Der hilft einem zusammen mit der Karte ganz gut hier klar zu kommen. Hier zum Beispiel, auf diesem Schild ist so ein Stern und ein Mond. Vielleicht sowas wie eine Magiergilde oder irgend sowas. Und hier sehen wir es auch auf der Karte und schon weiß man so ungefähr etwas genauer, wo man gerade ist. Nur um euch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich mich hier orientiere und orientiert habe damals. Wo ich das gespielt habe. Und ich höre einen Zombie. Mach hinne. Ich wusste doch, hier irgendwo war einer. Naja. Und hier zum Beispiel ist auch kein Licht an, wenn man den Strom nicht anschaltet. Und dann sieht man das hier nicht. Die Feuerpfeile hier. Hm, sehr gut. Und noch ein Lufttrank. Nicht das Wertvollste, aber kann man mitnehmen. Lag hier noch was an der Seite? Nein. Sieht nicht so aus. Sieh, irgendwo wankt ein Untot herum. Naja, besser Zombies als Geister. Obwohl Geister auch sehr atmosphärisch sind mit ihren Gemurmel, ihr habt es ja schon gehört. Ah, hat mich doch schon mal gesehen, oder? Ja, hat er. Hui! Das war ein neuer Weitschussrekord des Arms des Zombies. Man hat hier nie seine Ruhe in dem Level, man hört ständig irgendwo jemanden rumlaufen. Das trägt aber auch unheimlich zur Atmosphäre bei. Wie kam ich nochmal in diesen Turm rein? Ah, da war ich ja vorhin drin. Wo ich die goldene Vase gefunden habe. Hier übrigens auch ein Straßenschild. The Perrin Street. Da booms. So, da waren wir schon. Da der Geist tot ist, können wir uns jetzt auch hier umsehen. War hier nicht noch irgendwo dieses Mini-Stadtviertel? So,
hier waren wir noch nicht. Hui. Schöner Goldteller. Boah, das gibt's doch nicht. Der hat mich gesehen, ey. Direkt. Scheiß Geister. Hier ganz oben war nichts. Ja, Zombie, komm raus. Nö, ich will aber nicht. Und hier ist wieder ein dunkler Teil. Hier will ich noch nicht her, weil ich hier erstmal Licht machen will. Aber ich glaube, ich kann schon mal dich mitnehmen und wieder zurückgehen. Ist was, Zombie? Geh mir nicht auf die Eier. So, ist jetzt hier noch einer irgendwo? Ah, hier ist dunkel, aber... Da ist schon mal die nächste Schaltzentrale. Da würde ich gerne rein. Bam! Und hier kommen wir auch rein. Es gibt auch einen Schlüssel, den man finden kann. Aber man kann ja auch alles aufknacken. Soweit. Lass uns auch diesen Stadtteil ein wenig erhellen. Genau, hier war ein Moosfall. Gut. Denn hier gibt es Verborix oder hier. Und da drüben ist Metall. So, will ich da jetzt schon runter? Ne, da gehen wir später runter. Erstmal schauen wir uns hier draußen weiter um. Denn auch hier ist jetzt wunderbares Straßenambiente. Oh. Eine Zuckerstange.